Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt bzw. einer Ankündigung zu einem neuen Projekt, denn, wie ihr eventuell auf Twitter schon gelesen habt, werde ich demnächst bzw. schon heute ein Stream-Projekt starten und ihr könnt schon erkennen, welches Spiel es ist. Es ist The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ich bin gerade ein bisschen schon an Üben mit der Steuerung und so, weil ich mit dem Xbox-Controller spiele. Jetzt fragt ihr euch, hey, doch voll blöd und so, und übrigens ist der Chat unter mir, also so wird der Stream aufgebaut sein. Oben links sieht man meine Fresse, rechts das Game und unten links den Chat. Das liegt daran, weil das Spiel recht quadratisch ist und folglich passt so der ganze Rest dahin. Und ein wesentlicher Aspekt bei dem Spiel ist, dass ihr, also bei dem Stream-Projekt, ist, dass man euren Chat sieht und mich, denn es wird ein Blind-Let's Play. Und jetzt denken sich manche, hä, Blind, kennst du etwa The Legend of Zelda nicht? Hast du es nicht gespielt? Doch, ich habe es gespielt, komplett als Kind. Ich kenne es in- und auswendig. Und somit kommt nur noch eine Option in Frage, nämlich, dass ich mir ein Handtuch oder sonst immer was über den Kopf stülpe, die Monitore ausmache und dieses ganze Spiel komplett blind spiele. Und das wird sehr, sehr lustig. Ich hatte mal ein Pissenhaus-Special gebracht, wo ich das gemacht habe. Und ja, das Ganze ist inspiriert von Runner Guy. Ich packe mal seinen Link von Twitch und YouTube-Account in die Beschreibung. Und da könnt ihr auch mal nachgucken, was da so abgeht. Ich packe euch auch mal so zwei Szenen ein. Er hat das Ganze schon geschafft, zweimal sogar das Spiel blind durchzuspielen. Und heute um, ich mach Auszeige aus dem Bild, heute um 21 Uhr mache ich einen Teststream, wo ich das Ganze noch ein bisschen teste, ein bisschen anpasse, so die ganzen Dinge. Das Stream wird ungefähr in dieser Qualität sein. Besser geht mein Internet leider nicht. Werde schon so ein paar mir Abläufe einprägen, wie ich was machen muss, zum Beispiel der Start, wie ich mich bewegen muss, etc. So ein bisschen in meinem Kopf anfangen, einen Raum zu bilden. Und da könnt ihr dann gerne dabei sein. 21 Uhr auf meinem Twitch-Kanal, unten ist alles in der Beschreibung dann verlinkt. Und morgen um 20 Uhr zur normalen Zeit fängt dann wirklich das 100% Blind Let's Play an. Und werde dann sonntags immer, so um 21 Uhr, weil um 20 Uhr ist ja das Temolia-Turnier, werde dann immer gucken, yo, was habe ich da. Also werde ich das so ein bisschen reviewen und werde dann gucken, was ich als nächstes alles machen werde. Ich hoffe, die Idee ist cool, euch gefällt das und es kommen einige. Und wenn es sonst nichts mehr zu sagen gibt, also heute Abend am besten einfach mal um 21 Uhr reinschalten, eventuell Fragen stellen, falls ihr noch Fragen habt. Weitere Sachen werden dann auch noch folgen und das wird dann auf meinem Livestream-Kanal auch immer hochgeladen, möglichst die Woche. Es wird nicht wie bei Pistenhaus sein, dass ich das dann irgendwie ein Jahr später hochlade. Ich werde das wirklich dann aktiv auf meinem Livestream-Kanal hochladen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann eventuell heute Abend. Bis dann, Leute!